Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sunilpi und ich spiele heute Trove. Es ist so eine Art Cube World, nur besser, so wurde mir das verkauft. Und wir fangen hier direkt in so einem Tempel an. Lass uns mal gucken, was ist das? Barbershop. Ah, hier können wir uns... Ah. Vielleicht hätte ich das machen sollen, bevor ich anfange. Naja, so kann man... Wow, die roten Augen, die bringen einen um. So kann man sich das mal angucken. Also man kann auch ein bisschen hier einstellen. Was ist... Ah, der Pfeil ist zum Drehen. Ja, die Open Beta ist vor kurzem gestartet. Ich glaube, bei mir ist es jetzt gestern, am 5. November gewesen. Ich dachte mir mal, das kann man mal anspielen. Was nehme ich denn jetzt für eine Augenfarbe? So ein Blau ist gut. Naja, nicht wirklich. Nehmen wir dunkles Rot. Ha, dann sieht man die Augen nicht. Schwarz ist so Standard. Dann nehmen wir ein Weiß. Ha, ich kann mich schon nicht entscheiden. Schon ein paar Sekunden vorbei und ich kann mich nicht entscheiden, was für Augen ich nehme. Grün. Gut. Aber ich gucke mir mal an. Achso, ich brauche nicht jedes Mal Accept drücken. Das braucht man ein bisschen mit dem Laden. Jawoll. Da habe ich eine Kugel auf dem Kopf. Damit kann ich jemanden rasieren. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir? Ponytail? Komm, jetzt dreh mal. Genau, wir machen einen Untoten. Nicht das, was ich jetzt erst dachte, aber naja. Genau, ich dachte mir eigentlich eine Schnetzeldame. Jawoll, so muss das sein. Eine Schnetzeldame daneben. So, willkommen! Hier lernen wir die einfachen Sachen des Spiels. Illusion Flask, also anscheinend eine Portion. Mit Q kann man die benutzen. Gut, noch nicht. Ich bin ja noch nicht verwundet. Wenn ich hier durchlaufe... Ja, wer macht auch Lava direkt am Anfang? Heiß. Also mal gucken, ja, es wird sofort benutzt. Eine Auffüllstation. Ah, 12, man behält also immer 12 davon. Ah. Tab entfernt das. Lass uns mal hier was Cooles hinbauen. Man kann was zerstören. Mit 1 und 2. Ja, also so kann man was aufbauen. Jetzt habe ich gleich hier meinen Freund Bioshop E3 geholfen. Ah, Bishop. Bioshop. Bishop E3 auch geholfen. Er hätte das ruhig selber machen können. Cornerstone. So, als nächstes muss ich mir einen Cornerstone suchen. Ein graues Quadrat. So, dann wollen wir mal gucken. Da sind doch ganz viele. Gras. Hui, was findet man hier in Gras? Erinnert mich ein bisschen an Zelda, wenn man einfach Gras kaputt gemacht hat, dann kam da überall Rubine raus. Ja, warum nicht, ne? Was auch immer das ist, versteht er? Warpseed. Jawohl, Warpseed, das hört sich gesund an. Das muss man mitnehmen. Wo wir uns damit hinwarpen können, weiß ich noch nicht. Gibt es denn hier nicht? Oh, glücklicherweise gibt es das. Ein Inventar. Wir haben schon 6 davon. Und 12 von diesen Flaschen. Naja, die kommen ja immer wieder anscheinend. Ja, das sollte wahrscheinlich sowas sein. Cornerstone. Jawohl, mein eigenes Haus. Was ist das hier? Ich möchte diesen Block nicht haben. Ich weiß nicht, wer den da hingesetzt hat. Gib mir die Blöcke. Und das hier gefällt mir auch überhaupt nicht. So nah im Haus, sofort Gras. Ich glaube, ich habe... für Minecraft oder sowas gesehen. Naja. Was ist das denn jetzt? Sieht aus wie Erz oder sowas. Ja. Genau. Das kriegen wir umsonst, aber normalerweise ist es schwerer zu finden. Finde ich super. Sehr super sogar. So, weg mit dem Zeug. So, was steht jetzt hier? Ah, das ist mein Ding. Ja gut. Das war das. Adventure, Warpseed. Gegner, ich sehe einen Gegner da oben. Oder bei Gras. Also wenn man Gras zerstört, das müssen wir mal gucken.
Es ist meiner. Ich kann nur. Achso, das ist dann wirklich abgeschirmt. Das ist gut. Ich dachte schon, man kann alles hier abbauen. Sogar einfach ein Haus vom Nachbar. Wobei ich sagen muss, man hat keine Nachbarn. So, um das zu beenden, müssen wir anscheinend was bauen. Hier ist ein Crafting Table. Wir brauchen. Da, Hub-Portal. Oder Hub-Portal. Wir brauchen Shapestone. Dazu brauche ich aber Ore. Also Erze. Shapestone, Erze. Habe ich ja gerade gehabt. Hier können wir die Klassen switchen. Ganzlinger. Ach so, okay, ich dachte, weil es bisher noch keine Klassen gab, kann man nur eine Schnetzeldame machen. Wir können auch eine Schnetzel. Wow, hat die zwei Knarren? Die hat zwei Knarren. Mal testen, wie das so ist. Und die hat irgendwas auf dem Rücken, was aussieht wie die Wirbelsäule. Aber ich kann mir vorstellen, das soll eine Art Umhang werden. Sieht cool aus. Aufladen geht anscheinend auch. Gut, der ist kalt, aber der hat nicht das hinterlassen, was wir wollten. Ich war, glaube ich, an dem noch nicht dran. Achso, das ist die Haltestation. Gut, ich glaube, ich nehme trotzdem als allererstes nicht die Klasse. Ja, die sehen natürlich. Der Ninja, der gefällt mir später. Den werden wir angucken. Aber erstmal. Ja, was haben wir denn hier? Linksklick ist ein normaler Schlag. Den haben wir schon gesehen. Wollen wir mal den Rechtsklick ausprobieren? Da gibt es anscheinend, so wie ich das unten sehe, eine Art Skill. Da sind doch Häuser. Das sieht. Ey, da ist. Da sind Ressourcen drin. Lass uns das mal großflächig abräumen. Genau, was wir brauchen. Das ist genau das. Jawohl. So viel auf einmal. Das ist genau. Ach, genau, hört nicht auf. Das gefällt mir eigentlich. Jetzt habe ich, glaube ich, so viel. Da könnte ich 10 von diesen Hub-Portals bauen. Na, ein bisschen hier noch drumherum bauen. Wer weiß was. Ach, gucke mal. Nein, jetzt habe ich was gesagt. Naja, nicht schlimm. Wir haben hoffentlich genug davon jetzt. Achso, Baumodus nicht, sondern hier. 6, 18 und 15. Ich glaube, wir brauchten nur 15 und 15 oder so. Aber erstmal gucken wir hier. Was ist das da unten? Da ist doch ein Lavastein. Jetzt kann man sofort testen, ob es hier Fallschaden gibt. Vielleicht aber auch nicht sofort, vielleicht so gefährlich. Einfach runterbauen. Ha, gibt keinen Fallschaden. Ups. Gibt keinen Fallschaden. So, aber das interessiert natürlich hier unten. Erstmal schön Erze farmen. Ich meine, wenn man online kommt, 2 Sekunden und hat keine Ahnung, dann würde ich einfach mal behaupten, genau diese Erze hier sind das, was ich brauche. So, hier noch ein bisschen. Hier ist ja auch noch was. Ach, ich liebe das, wenn man denkt, man ist fertig und dann, zack, erscheinen da noch 100 Stück. So, zum Beispiel, wenn man hier einfach so gräbt und dann dahinter erscheint noch einer. Zum Glück nicht. Wäre aber lustig jetzt gewesen. So, hier hoch. Man ist irgendwie unsichtbar, wenn man baut. Ob man dann auch im Kampf nicht angegriffen werden kann, das wäre natürlich lustig. Jetzt mal gucken, was das ist. Eine Flamme. Das ist anscheinend nicht das. Also es ist kein Baumaterial. Ja, finde ich gut. Dann haben wir schon mal irgendwas, was wir noch nicht wissen wofür, aber wir haben es. Ah, noch mehr Ressourcen. Wie viel habe ich denn jetzt davon mittlerweile? Mal gucken. 38 Stück. Was ist das? Minor 12. Minus 12. Das. Ups. Weiter ernten. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Vorher aber muss ich hier das Abernten beenden. Ich kann das hier einfach nicht so liegen lassen, bevor hier irgendein anderer Spieler kommt. Ich bin gierig. Naja, nicht wirklich, aber. Ah, da sind noch mehr von denen. Auch da noch? Nein. So, aber ich habe genau gesehen, wie du dich da versteckst, du kleines Lätzchen. Und jetzt darunter. Ne, darunter nichts? Naja, ich habe auch genug. Gehen wir sofort weiter. Ah, das sind so viele. Aber ich kann die nicht liegen lassen. Das geht nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade für die erste Folge, wenn die verschwendet wird mit Abernten. Aber naja. Ja.
Ich glaube, das gehört zu diesem Spiel dazu. So. Ach, da kommt noch mehr. Vielleicht kommt ja gleich noch eine Quest. Sie müssen 8000 Stück davon haben und dann habe ich die sofort erfüllt. Sofort. So einfach ist das dann. Habe ich das da rechts gesehen? Nein, noch nicht. Ups. Nicht runterfallen. So, mal gucken. Wie kommt man hier auch am besten wieder raus? Am besten ist, wir graben uns nicht da unten lang, sondern in die Richtung. Ja, noch einen davon. Ist ja jetzt erstmal der letzte dann. Ich werde auch danach versuchen, so wenig Blöcke wie möglich, damit wir auf gar keinen Fall mehr finden. So wenig Blöcke wie möglich. Ich muss schon die Sätze zu Ende sagen, sonst versteht ihr mich ja nicht. So wenig Blöcke wie möglich abbauen. Dass wir die ja nicht noch ein paar davon sehen. Ah, so, jetzt ist fertig. Gut. So, jetzt raus hier. Machen wir mal zwei und ich würde einfach sagen, jeder, der Minecraft kennt, hat doch schon mal. Ups, falsche Taste. Geht sogar. Ich glaube, es kostet Energie, Brücke zu bauen. Oh. Vor allem kostet das Kopfschmerzen, wenn man mit dem Kopf da drunter haut. So, ich bin draußen. So, wir wollten ja noch den Rechtsklick ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gemacht haben. Was ist das denn? Ach, sowas gefällt mir doch. Oh, man merkt, das Spiel ist mega am Laggen. Ich sehe da oben, wenn man da oben links hinguckt, einen Ping von über 500. Ah, der hat sich jetzt reduziert auf 200. Aber ist schon viel. Ist wahrscheinlich, weil die Beta jetzt gerade gestartet ist. Jetzt sind die Server alle überlastet. Alle wollen so reingucken. Wobei, wenn ich so sehe, sind nicht so viele Häuser hier besetzt. Aber anscheinend ist das nur das Tutorial-Gebiet. Was soll das hier? Ich sehe... Ja, doch, ich wollte gerade sagen, ich sehe meine Energie nicht. Ich habe nach oben links geguckt. Weil irgendwie bin ich daran gewöhnt, dass oben links die Energie ist. Aber die ist nicht hoch. Da war eine Bombe drin. Genial. Ah, schon wieder Warp. Warp Seed. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt das Ding hier unten. Fertig. Komm auf. Ist da ein Loch in meinem Dach? Wer hat denn das Haus zusammengezimmert? Guck hier nicht hin. Das ist mein Haus. Los. Geh von meinem Grundstück runter. Du Lümmel. Ist da echt ein Loch im Dach? Wer baut denn solche Häuser? Hauptsache, die schenken mir ein kaputtes Haus. Reklamation! Wo seid ihr? Ich will das abgeben wieder. So, aufladen. War das nicht eh? Ah, ich bin voll deswegen. Oder ich habe das Spiel gekackt ab. Haha, wer weiß. Gut. Hubporte. 15, 15. Ich habe ja zum Glück nur 18. 80. Kann man davon mehr bauen? Weniger als ein. Na toll, das macht keinen Sinn, auf 0 zu gehen. Warum soll ich dann überhaupt auf Craft drücken, wenn ich 0 bauen soll? So, dann gucke ich mir erstmal an, was da auf R ist. Anscheinend kann man das... Ui, ein Riesenbocken Shapestone. Und da sind die 15 drin gewesen, ehrlich. Warum bin ich denn überhaupt ernten gegangen? Jetzt habe ich schon wieder 80. Und ich möchte... Ah doch, da war es so. Dieses Portal... Ah, ich weiß schon. Und nur 4. Und dann kann man das hinsetzen. Ja, ist so ganz einfach zu steuern. So. Tabulator. Tabulator. Hört sich das an. Tab für wechseln. Macht echt Sinn, dieser Modus. E. Wollen wir mal reingehen und mal gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. So viel zu meiner Theorie, dass so wenig sind. Ach, guck mal, was ist das denn für ein kleiner, süßer Du? Kann man kaputt hauen? Nein. Wollte ich natürlich auch nicht. Was hat der denn da in Hand? Mann, hat der einen Zachel? Nein, das hat er selber geschrieben. Ischel. Echt jetzt? Das ist ja geil. Ich will... Ja, so ein Pad möchte ich auch. Ich werde mir das auf jeden Fall auch irgendwann bauen. Hoffentlich kann man das selber bauen. Fackel. Ich hätte Schild lesen sollen, glaube ich. Einfach vorbeilaufen. Wo kommen wir denn da hin? Und gleich sage ich noch, das Spiel hat keine Tutorials. Hubworld, willkommen! Hier ist der Platz, wo man rumhängen kann.
und relaxen. Ja, ich will jetzt nicht relaxen. Ich will jetzt wissen, wo es lang geht. Wow, da oben. Ich sehe schon Portale. So, in diesem Turm findest du eine Serie von Portalen, die immer zu härteren Adventuren führt. Ja gut. Das macht ja auch Sinn. So. Man kann jederzeit tauschen. Anscheinend kostet das auch nichts und... Naja, die neuen Klassen, die kosten was. Was ist das? Novitenabenteuer. Man kann immer wieder hier hinkommen, wenn man H drückt. Ach, halten. Na, ich sehe schon. Das ist super. Wow. Da hat sich jemand gedacht, ich baue mir jetzt einen Riesenturm direkt dahinter, damit die Kinder, die hier alle reinkommen, das sofort sehen. Da hat einer die DNA nachgebaut. Da hinten, wow. Ja, da wird es eine Folge extra dazu geben. Jetzt erstmal würde ich sagen, für die erste Folge reicht das. Wenn ihr Spaß hattet, gebt mir noch einen Daumen hoch. Am besten natürlich auch ein Abonnement, also abonniert mich. Ich werde jetzt in der nächsten Folge, die ich natürlich sofort aufnehme, die wird aber erst dann morgen erscheinen. Ich denke mal, ich werde da in dem Adventure-Portal reingehen. So. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.